Wir waren vor allen Dingen in der Stadt unterwegs, das heißt ich und meine Kids auf Stadtwegen, auf Kopfsteinpflaster, auf Feldwegen, auch mal an bergigen Situationen unterwegs gewesen. Das absolute Highlight vom Hafnia ist natürlich das Raumwunder, was wir hier haben. Also sprich, bis zu 4 Kinder können wir transportieren oder eben 2, 3 Kinder und noch eine Zuladung. Das ist wirklich absolutes Highlight und genau das, was Trio Bike anpreist. Es ist ein Autoersatz in der Stadt, das funktioniert absolut und gut. Hi, mein Name ist Markus. Ich durfte in den letzten Wochen mit und ohne Kinder das Trio Bike Hafnia testen und ich darf euch heute erzählen, natürlich zum einen ein bisschen was zu den Facts von dem Rad, aber eben auch von meinem Fahrbericht. Ja, zunächst mal zu Trio Bike an sich. Trio Bike kommt aus Dänemark, aus Kopenhagen und hat einen Fokus auf Lastenrädern, vor allen Dingen auch dreirädrige Lastenräder mit dem Boxster, mit dem Taxi, mit dem Cargo und jetzt eben mit dem Hafnia. Die Prämisse von Trio Bike ist immer Haltbarkeit, Qualität und Sicherheit und das wollen wir natürlich heute auch mal testen. Der Einsatzzweck vom Hafnia ist ganz klar für den städtischen urbanen Bereich gedacht, als Autoersatz für den Kindertransport, für Einkäufe, also für Lasten, aber auch für Haustiere gedacht und geeignet. Bestechen tut das Hafnia Trio Bike mit seiner schwarzen Designbox aus Holz, mit wirklich viel Stauraum, das ist wirklich beeindruckend. Und das cleane Design finde ich auch super ansprechend in Schwarz und ja, einfach ein schickes Design für die Stadt. Was euch natürlich alle interessiert, ist der Fahrbericht an sich und der Einsatzzweck von der Box, die Geräumigkeit und die Möglichkeiten, die dieses Rad bietet. Aber vorher noch ein paar Facts. Trio Bike hat den Barfangmotor verbaut mit 65 Newtonmeter als Heckmotor. Der Barfangmotor bringt mit 5 Unterstützungsstufen ordentlich Power mit. Das heißt, ihr könnt auf jeder Stufe individuell wählen, wie viel Kraftunterstützung ihr braucht, ob ihr am Berg unterwegs seid oder im Flachland. Das könnt ihr individuell abstimmen. Gerade auch am Berg braucht ihr natürlich die 5 Unterstützungsstufen und die 65 Newtonmeter. Da bringt euch der Heckmotor aber auch gut nach vorne, auch mit Zuladung in dem Lastenrad. Der Barfangmotor ist für mich angenehm in der Lautstärke. Gerade wenn man in der Stadt unterwegs ist, hat man sowieso viel Umgebungsgeräusche, dann nimmt man den Motor gar nicht mehr wahr. Insgesamt aber im Vergleich auch zu anderen Motoren ist die Lautstärke absolut im normalen Bereich. Wir haben einen 522 Wattstunden Akku verbaut. Die Reichweite ist ungefähr im städtischen Bereich. Wenn man jetzt nicht viele Berge fährt und nicht immer mit voller Zuladung fährt, kommt ihr ungefähr 80 Kilometer damit. Klar, es hängt immer davon ab, habt ihr viel Gewicht, das ihr transportiert, fahrt ihr mit am Berg, immer viel Steigung, immer auch das Stop and Go in der Stadt beeinflusst natürlich auch die Reichweite und letztlich natürlich auch die Temperatur. Aber roundabout 80 Kilometer könnt ihr rechnen mit einer Ladung. Ihr könnt den Akku direkt laden am Rad, ihr könnt ihn aber natürlich auch nehmen, um ihn dann irgendwo in der Wohnung, im Haus oder im Büro zu laden. Das Display von Barfang zeigt euch zum einen natürlich die Unterstützungsstufe an, die ihr gerade gewählt habt. Dementsprechend dann auch die Restreichweite, die je nach Unterstützungsstufe abhängig ist. Klar, höhere Unterstützungsstufe heißt auch geringere Restreichweite. Außerdem habt ihr natürlich dann die gefahrenen Kilometer noch hier in der Anzeige und logischerweise die Geschwindigkeit, die ihr gerade fahrt. Im Hafnia haben wir eine Revo Shift 7-Gang Kettenschaltung verbaut. Das ist in dem Preissegment absolut in Ordnung und man kommt damit auch gut durch. Natürlich gibt es andere Baukomponenten, die deutlich mehr Qualität noch bieten, aber in dem Preissegment alles in Ordnung. Bei den Bremsen muss ich sagen, haben wir sie auf Herz und Nieren getestet, also auch mit Vollbremsung. Alles okay, können wir guten Gewissens empfehlen. Besonders erwähnenswert finde ich auch die Feststell- und Parkbremsen auf beiden Seiten. Ganz leicht zu bedienen, einmal für vorne, einmal für hinten. Erleichtert super einfaches Einsteigen, Aussteigen für die Kinder oder auch für das Tier. Ist wirklich total bedienerfreundlich und ganz einfach. Das gefällt mir besonders gut. An Baumaterialien haben wir hier einen Stahlrahmen und eine Holzbox im quadratischen Design. Das merkt man natürlich auch im Gewicht, gerade im Vergleich zum Boxster zum Beispiel, was deutlich leichter ist. Das merkt man hier insgesamt einfach im Fahrverhalten dann auch. Die Materialien Stahl und Holz merkt man dann eben auch im Gesamtgewicht. Das Trio Bike Hafnia wiegt 68 Kilo als Rohgewicht. Als Gesamtzuladungsgewicht haben wir 250 Kilogramm. Sprich, wir haben eine Zuladung vorne in der Box von 100 Kilogramm plus Fahrer, dass wir auf insgesamt 182 Kilo Gesamtzuladung kommen. Das Gesamtzuladungsgewicht von 100 Kilogramm kann man ausreizen mit insgesamt 4 Kindern oder auch 2 Kindern und Gepäck oder nur Gepäck, Hund, Gepäck, wie man will.
Die zweite Bank, die vorne verbaut ist, ist optional. Das heißt, die kann man auch rausnehmen, um dann eben auch nur zwei Kinder plus Gepäck oder Tier zu transportieren. Natürlich wirkt sich das Gesamtgewicht auch auf das Fahrverhalten aus. Interessant ist natürlich immer bei einem dreirädrigen Lastenrad, dass auch die Bewegungen von einem Tier oder von einem Kind nicht so stark ins Gewicht fallen wie bei einem einspurigen, also zweirädrigen Lastenrad. Wir haben für den Kindertransport für alle vier Sitzplätze für die Kinder Sicherheitsgurte verbaut und über die Doppel-Step-In-Trittstufen einen besonders leichten Einstieg für die Kinder, an dem sie auch wirklich Spaß haben, hier rein und raus zu klettern. Wir waren vor allen Dingen in der Stadt unterwegs, das heißt ich und meine Kids, zum Kindertransport, wie gesagt, zum Einkaufen, auf Stadtwegen, auf Kopfsteinpflaster, auf Feldwegen, auch mal an bergigen Situationen unterwegs gewesen. Insgesamt muss ich sagen, ist das Fahrverhalten sehr angenehm von dem Hafnia. Ich als Fahrer sitze sehr aufrecht und kann auch gut über das Verdeck, das Regenverdeck hinwegschauen. Ich bin natürlich relativ groß, bei kleineren Fahrern wird das vielleicht etwas schwieriger. Aber allgemein kann man sagen, ist das ein sehr angenehmes Fahrgefühl auf dem dreirädrigen Hafnia. Triobike versucht mit dem hinteren Bauteil des Rades mit einer leichten Neigetechnik genau dieses Fahrgefühl herzustellen, dass du als Fahrer dich ein bisschen mit in die Kurven legen kannst und dort eben ein deutlich komfortableres und angenehmeres Fahrgefühl hast als ein komplett starres Sitzen auf einem Dreirad, was für meine Begriffe auch ganz gut gelungen ist. Ich bin das Hafnia sowohl mit voller Beladung gefahren als auch ohne Beladung. Da merkt man natürlich deutliche Unterschiede und auch hier greift wieder ein Dreirad ganz anders als ein einspuriges Lastenrad. Mit voller Beladung muss man hier wirklich auch mit Kraft arbeiten und die Box lenken, in den vollen Anschlag gehen, auch mit einer großen Reichweite bei der Lenkung, die man bedenken muss als Fahrer. Grundsätzliches Thema ist aber bei zweispurigen Lastenrädern immer, dass man bei voller Beladung auch deutlich mehr mit Kraft arbeiten muss. Das ist einfach inhärent in diesen Fahrzeugen. Standard ist natürlich auch immer ein Schnellspanner, gerade für das Verstellen zwischen unterschiedlichen Fahrergrößen. Auch ich und meine Frau haben das Rad getestet. Meine Frau ist deutlich kleiner als ich. Dann erleichtert natürlich das schnelle Umstellen in der Höhe mit dem Schnellspanner das tägliche Fahren mit dem Rad. Das Hafnia kommt mit zwei Vorderlichtern, einem Rücklicht, was ganz einfach über das Bedienfeld anzuschalten ist und eben auch direkt mit dem Akku verbunden ist, sodass ihr sofort Licht habt im Dunkeln und sicher unterwegs seid. Triobike bietet verschiedene Optionen, die man hinzubuchen kann, wie die zusätzliche zweite Sitzbank und natürlich auch Sitzkissen für die Vorder- und Rückbank und natürlich ein Regenverdeck, das man optional mit aufbauen kann und auch mit leichten Handgriffen an- und abbauen kann, mit einem schönen Sichtfenster, wo man auch dann seine Kinder immer oder das Tier immer gut im Blick hat und eben auch mit Seitenklappen, dass man im Sommer, wenn es schön warm ist, ein bisschen Cabrio-Gefühl hat. Insgesamt kann ich sagen, als zusammenfassende Kritik zu dem Rad, es ist eine Einstiegspreisklasse und da merkt man auch natürlich die Komponenten, die verbaut sind. Das ist aber alles rund für diesen Preis, den wir hier haben in dem Rad, ist das alles okay. Es ist aber eben auch ein Einstiegsrad, so würde ich es bezeichnen. Auch gerade für die Fahrer, die sicherlich noch nie mit einem Lastenrad vorher gefahren sind, ist es ganz wichtig und elementar, Probefahrten zu machen mit Zuladung, ohne Zuladung. Weil gerade wenn man mit vollem Gewicht unterwegs ist, muss man sich doch deutlich darauf einlassen und einstellen und das Fahren anders lernen und angehen. Insbesondere wenn es an das Thema Wendekreis geht, das habe ich vorhin schon erwähnt. Wir haben hier einen deutlich größeren Wendekreis und eben auch ein anderes Gewicht, was man hier transportiert. Da müssen unerfahrene Fahrer doch sich erstmal langsam rantasten. Das absolute Highlight vom Hafnia ist natürlich das Raumwunder, was wir hier haben. Also sprich, bis zu vier Kinder können wir transportieren oder eben zwei, drei Kinder und noch eine Zuladung, ein Kind, ein Hund. Man kann hier wirklich frei kombinieren und hat wirklich viel Raum und Gewicht, das man zuladen kann. Das ist wirklich absolutes Highlight und genau das, was Triobike anpreist. Es ist ein Autoersatz in der Stadt, das funktioniert absolut und gut. Besonders erwähnenswert finde ich aber auch das Design. Auch das ist sicherlich ein Punkt, der hier herausragt. Ich finde es besonders ansprechend, das Schwarz und eben das schlichte Design mit der Holzkiste. Mir gefällt es rundum sehr gut. Empfehlen würde ich das Hafnia preisbewussten Familien in der Stadt oder auch eben für den Tiertransport, weil es einfach wirklich viel Raum bietet, viel Platz hat und eben eine Einstiegspreiskategorie wirklich vollumfänglich zufriedenstellt und als Einsteigermodell eine gute Wahl ist.
Wenn ihr jetzt Lust auf das Hafnir bekommen habt, dann empfehle ich euch eine Probefahrt bei Emotion. Die Standorte findet ihr hier unten verlinkt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.